Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich ganz besonders lieben guten Morgen, lieber Lars. Heute zum ersten Mal bin ich transparent, hast du festgestellt. Heute bist du zum ersten Mal transparent. Schönen guten Morgen. Großartig. Ja, die, die es nur hören, denen entgeht jetzt ein Bildschirmhintergrund, ein Greenscreen, also wir haben noch ein Bild eingeblendet. Und aus irgendwelchen Gründen ist bei diesem Bild, ja, scheint der Hintergrund durch. Aber ich wollte den Effekt einfach mal zeigen. Wir werden nach der Sendung mal wieder in die Tiefen der Technik abtauchen und erläutern entsprechend oder herausfinden, was da los ist. Um was geht es denn heute, Lars? Endlich geht es darum, um ein Thema, was wir seit Wochen ankündigen. Es soll um Mediatheken gehen, die Mediatheken von ARD und ZDF und ja, wie die gerade so aussehen und wie die vielleicht in Zukunft aussehen könnten, aussehen sollten, aussehen müssen. Und ich wollte beginnen mit einer Revolution. Ich bin Teil einer Revolution, Stefan. Ich habe mich, das ist Revolution, bei der ARD. Ich habe mich bei der ARD-Mediathek, habe ich mir ein Konto gemacht, ein Profil gemacht. Und dann bin ich zur ZDF-Mediathek gegangen und habe mich da angemeldet mit meinem ARD-Profil. Wahnsinn, oder? Ja, ich heuchle jetzt mal Begeisterung, weil ich das schon seit gemacht habe. Ja, ich weiß, ist ja gut. Hat aber auch den einfachen Grund, dass wir, also meine Frau und ich, wirklich starke Nutzerinnen und Nutzer der Mediathek der ARD und des ZDF sind. Ich oute auch nicht nur wegen Nachrichten oder sowas, sondern auch wegen irgendwelcher Serien, irgendwelcher Filme, die wir dort dann doch immer mal wieder zeitversetzt uns anschauen, wenn wir sie eben linear verpassen. Wie viel lineares Fernsehen guckst du denn noch? Also wirklich live. Also wir sind linear. Da noch old-fashioned, meinem Alter geschuldet. Wir schauen schon des Öfteren linear. Ich habe zwei Streaming-Dienste über Magenta TV im Zugriff, inklusive Werbung. Kann ich mir Disney Plus und jetzt auch den neuesten Netflix anschauen. Aber eigentlich, ich habe keinen kostenpflichtigen Streaming-Dienst derzeit entsprechend abonniert. Ich hatte mal, Disney Plus abonniert, auch hier wieder Outing, ja. Rufe im Hintergrund wegen Star Wars und den neuen Serien. Sonst sind wir immer noch sehr stark beim Öffentlich-Rechtlichen verhaftet und bei den Mediatheken verhaftet. Ja, also ich muss ja sagen, dass ich nicht so wirklich regelmäßiger Mediathekennutzer bin, also Mediatheken von ARD und ZDF. Ich habe es erst das erste Mal wirklich durchgehend so richtig genutzt wo man ja normalerweise sagt, das ist noch das Hoheitsgebiet des linearen Fernsehens, nämlich bei Live-Sport, bei Olympia. Aber davor habe ich es wirklich kaum genutzt. Also ich nutze halt so ein paar Streaming-Anbieter, Netflix, Disney Plus, Prime immer wieder mal. Aber wie gesagt, ARD, ZDF, Medientheken nicht so wirklich. Lineare Fernsehen gucke ich wirklich so gut wie gar nicht mehr. Und du hast ja gesagt, dass du, dass es auch deinem Alter geschuldet ist mit linearem Fernsehen. Und es kam ja jetzt die neue Medienstudie von ARD und ZDF raus. Das ist ja so eine kombinierte von zwei Studien, die zusammengelegt worden sind. Und du hast es gesagt, deinem Alter entsprechend. Und diese Medienstudie sagt, dass Bewegtbild, also laufendes Fernsehprogramm oder aufgenommene Fernsehsendungen, also nicht die Mediatheken, sondern wirklich das lineare Fernsehen, nutzen noch 77% der 50- bis 69-Jährigen. Also da bist du wirklich voll im Trend noch. Ja, mach du weiter mit dem Bashing. Also du guckst keine Sportschau mehr am Samstagnachmittag. Bitte? Du guckst keine Sportschau mehr am Samstagnachmittag. Nee, ich höre nur ab und zu mal Werder live auf Sportschau, in der Sportschau-App, aber gucken tue ich Sportschau, habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Ich weiß auch nicht, ich habe mich vom Fußball nicht die Millionen der Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie alt ist denn der Lars? Er muss ja viel, 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 viel jünger sein als der Stefan. Aber ich habe mich als alten Sack ja schon geoutet. Ja, so ist das nun mal in der ganzen Sache, ja. Ja,
Aber mal zurück zu, was so Zahlen angeht. Wir reden ja über die Zukunft der Mediatheken und man muss sagen, oder die Zukunft von ARD und ZDF vielleicht, um es noch ein bisschen größer zu hängen. Und wenn man jetzt diese Medienstudie von ARD und ZDF sich anguckt, es muss sich auf jeden Fall was tun, ne? Also wenn man nämlich die Nutzung von Video bei den Jüngeren sich anguckt, also 14- bis 29-Jährige, da ist zum Beispiel das lineare Fernsehprogramm nutzen oder ist bei 16% Nutzung. Und Social Video, YouTube und andere sind bei 44%, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Videos bei Streamingdiensten 30% und Mediatheken 11%. Also wenn das so weitergeht und wenn eben diese Jüngeren immer älter werden, ich glaube nicht, dass die dann plötzlich das lineare Fernsehen entdecken. Also das lineare Fernsehen stirbt aus, würde ich sagen, oder? Bin ich mir noch nicht so sicher, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich glaube schon, dass so Klassiker wie die Tagesschau, ZDF heute und solche Dinge doch noch eine Rolle spielen. Wie lange ist sicherlich die Frage. Aber es ist schon auch bei uns Alten eine Institution, dass eben um 20:15 Uhr die Tagesschau oder um 19 Uhr heute eben entsprechend geschaut haben. Es ist auch immer noch für viele, gut, viele nutzen jetzt schon Streamingdienste, wenn man Richtung Sport schauen, dass eben solche Sportsendungen eben doch noch etabliert sind. Aber keine Frage ist natürlich, dass neben dem linearen, das nonlineare Fernsehen oder Video an Bedeutung gewinnen wird. Und für mich auch keine Frage, und du hast ja auch in dem Teaser für diese Sendung natürlich das Beispiel genannt, dass Streaming über die Mediatheken entsprechend auch an Bedeutung gewinnt. Ja, wir haben ja die Mediatheken, die wir sie von ARD, ZDF, aber auch von den Privatsendern kennen. Wir haben dann die Streamingdienste und da sind schon gewisse Überlappungen da. Und ja, bring du am besten auch dein Beispiel Streaming über Mediatheken als Erfolg. Ja, genau. Also Olympia, ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Ich glaube, das ist absolut ein Erfolg gewesen. Also jetzt erstmal die, wie sagt man, anekdotische Evidenz, dass ich selber das erste Mal wirklich ganz massiv die Mediathek, hauptsächlich ARD-Mediathek, genutzt habe für Olympia. Aber ich glaube, das ging ja nicht nur mir so, also es ging vielen so, dass man da eben, ich meine, Olympia ist halt wirklich, also eigentlich prädestiniert dafür. Es war ja trotzdem Live-TV, muss man ja sagen, in den meisten Fällen. Aber man konnte eben zwischen unterschiedlichen Streams eben dann auswählen, was du, das kannst du natürlich mit linearem Fernseh, Live-Fernsehprogramm, dem alten Fernsehprogramm nicht leisten, ist ja klar. Und was ich halt interessant fand, ist, dass man ja trotzdem noch, also eigentlich auch durch die Bank durch, von einigen, also aus allen Altersgruppen immer wieder die Kritik gehört hat, jetzt hat hier das ZDF bei dem Finale von dem Frauenbasketball, sind die dann irgendwie kurz vor Ende rausgegangen und mussten dann irgendwie heute Nachrichten zeigen oder was auch immer. Und das regten sich alle auf, wo ich mir halt gedacht habe, aber nicht nur ich, mein Gott, da guckt doch irgendwie Mediatheken, das machen doch haben doch mittlerweile alle Fernseher, mehr oder weniger alle Fernseher die Möglichkeit, oder guckt eben über einen Laptop oder so, dann habt ihr keine Unterbrechung. Also ich glaube, da hat man wirklich auch die Kraft und die Möglichkeiten von den Mediatheken von ARD und ZDF gesehen bei Olympia. Ich glaube, in der Breite habe ich es auch nicht so in Erinnerung, obwohl es gab schon immer, sag ich mal, in den Mediatheken gewisse Livestreamings Ja. bei großen Events, aber nicht in dieser Breite. Ja, Genau, es geht mir in die genauso. Tage, in einem anderen Zusammenhang, habe ich immer darüber nachgedacht, wir sind immer begeistert über die neuen Features von neuen Produkten, ob man nun das neue iOS oder irgendwas nimmt. Aber wir müssen halt immer wieder auf dem Boden bleiben und gucken, was bei Otto Normalverbraucherinnen und Otto Normalverbraucher auch immer wieder ankommt. Ja. Also von da aus verstehe ich schon, dass sich da einige beschwert haben, dass bei dem Basketballspiel halt rausgegangen wurde. Ja, es ist schon, das kommt ja aus den Studien raus, nicht so, dass jede und jeder unbedingt mit den Mediatheken oder anderen Streamingdiensten entsprechend vertraut ist. Sicherlich wird sich das geben. Das wird sich ja übrigens, da wird man mehr Ja. lernen. Ja, aber das ist ja auch ein guter Stichpunkt, wenn wir mal über die, wie sagt man neudeutsch, Usability oder Nutzerfreundlichkeit der Mediatheken spricht. Also so richtig nutzerfreundlich sind die halt noch nicht, ne? Oder es entwickelt sich erst so langsam, weil die Sache ist ja die, es wird ja immer verglichen mit, also gibt es ja so Stichworte wie Personalisierung oder Interaktivität oder
dass man eben, sobald man irgendwie ein Thema hat, dass man dann irgendwie weitere Themen angeboten bekommt, also Empfehlungen bekommt und so weiter. Das ist ja alles das, was jetzt, wo sich die ARD und ZDF-Mediatheken eben so langsam hinentwickeln. Aber das Problem ist dabei ja auch, man kann halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlecht jetzt mit Netflix oder mit Amazon oder ich weiß nicht was vergleichen, weil so eine Hyperpersonalisierung, die vielleicht dann viele wollen, oder auch mit Social Media Diensten oder wie YouTube oder TikTok oder so vergleichen, weil diese Hyperpersonalisierung ist halt nicht im Sinne des Auftrags von ARD und ZDF oder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist halt so ein bisschen die Herausforderung dabei, ne? Formulieren wir es mal anders oder ich frage dich einfach mal, sind denn die ARD und die ZDF-Mediatheken, vielleicht andere Mediatheken wie Arte, sind das noch die Horte, die keine Algorithmen verwenden, die eben noch nicht hier die Daten aussaugen, um entsprechend dich mit den neuesten Werder-Filmen oder Na Werder-Nachrichten zu be bespielen? Ja, also das kann man natürlich so ein bisschen nostalgisch kann man das natürlich so sagen, und ich bin da sogar eher näher bei dir Jemand, jetzt der oder bei dem, was du den mir gerade Algorithmus von Threads mag, der ist mir eh strange. Also das kann ich nicht verstehen. Ist Nein, der. aber mal ernsthaft, also ich bin da schon bei dir, so grundsätzlich, dass ich jetzt auch denke, also muss jetzt etwas, was von uns allen als Bürgerinnen und Bürger finanziert wird, muss das jetzt irgendwie auch den Regularien oder den Dingen folgen, denen halt dann die kommerziellen Anbieter folgt, sehe ich nicht so. Die Frage ist halt, wo es halt hingeht und wie relevant die Mediatheken oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben bleiben will. Die Studien habe ich erwähnt, also je jünger das Publikum, desto weniger wird das Angebot vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk genutzt. Und dann sind wir wieder bei dem breiten Informationsauftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen haben, als einzige, den hat niemand anders hier in Deutschland. Also irgendwas müssen sie tun, um weiter relevant zu bleiben bei den Jüngeren. Weil sonst, da sind wir wieder, können wir wieder auch den ganz großen Bogen schlagen, sind wir bei den Wahlen bei den Landtagswahlen im Osten oder jetzt bei der Bundestagswahl nächstes Jahr, bei der Macht von TikTok, von den Algorithmen, die du erwähnt hattest. Also irgendein öffentlich-rechtlichen Gegenpol sollte es da schon geben in Zukunft. Ja, dann ist natürlich die Frage, wie schnell, ne? Denn da sind schon, ich meine, es ist ja Bewegung bei den Mediatheken da und die Zusammenlegung der Mediatheken. Du hast gesagt, mein gemeinsamer Login, der Herr Dobusch, geschätzter ja, Medienkritiker und im Fernsehrat, hat immer gesagt, was ist die größte Suche auf der ARD-Mediathek bei der ZDF heute und rumgedreht auf der ZDF-Mediathek Tagesschau gesucht. Ja, es ist schon Bewegung vorhanden. Man will auch dort eben eine Plattform schaffen, aber ich glaube nicht, dass das für die Wahlen im kommenden Jahr schon so weit sein wird, dass wirklich eine elementare Rolle spielt. Die Frage dort ist dann, was wird man in den Mediatheken anbieten, entsprechend, was so attraktiv ist, dass eben jüngere Leute entsprechend dort dann auch mal hingehen wollen. Ja, genau. Und wie werden dann eben auch parallel oder unterstützen die Social-Media-Dienste benutzt? Wie wird YouTube genutzt von den Öffentlich-Rechtlichen? Wie wird TikTok genutzt? Da, wo eben die jungen Leute eben vor allen Dingen sind, um diese dann oder wie werden die genutzt, um diese dann wieder auf das öffentlich-rechtliche Informationsangebot und auch von mir aus Unterhaltungsangebot eben dann zu bringen? Ne? Das ist es ja auch, weil es kann ja nicht sein, dass das ARD und ZDF jetzt einfach auf YouTube eben eins zu eins das abspielen, was in Mediatheken gespielt wird, sondern es ist ja, wäre ja schon gut, wenn eben auch die jüngeren Nutzenden eben Richtung Mediatheken sich dann auch mal bewegen. Und wie bringt man sie dazu? Das wird noch, also da wird es noch viel, viel, da wird noch viel, viel Arbeit nötig sein. Und ob die das wirklich schaffen, da bin ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Vielleicht bin ich nicht ganz so skeptisch, wie du es bist, aber ich denke halt, es ist eine Frage der Geschwindigkeit und da teilen wir wahrscheinlich die etwas vorsichtigere Einstellung. Ja, und ich bin auch so ein bisschen ja, ratlos, wie die Öffentlich-Rechtlichen die jüngeren Leute wieder zurückgewinnen können und haben doch auch ein ungutes Gefühl, dass man von den eigenen Plattformen weggeht und TikTokisierung und ähnliche Dinge eben entsprechend treibt, wo man sich schon den Algorithmen der großen Plattformen, also nicht nur Algorithmen, sondern auch der Spielregeln der großen Plattformen entsprechend dorthin gibt. Also von da aus ist es für mich, oder bin ich vielleicht wieder zu alt, Nostalgiker,
oder auch jemand, der sagt, wir brauchen unabhängige öffentlich-rechtliche Sender, vielleicht ein bisschen, wie gesagt, in Nostalgie verhaftet und vielleicht kann man den Zeitgeist auch nicht mehr aufhalten, ist auch möglich. Ja, aber da, ja, dass es sie braucht, da bin ich eben total bei dir. Schweigen. Also es muss weiterhin öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, weil man sieht es ja, es muss den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch weiterhin geben, aber er muss natürlich auch genutzt werden. Er muss gehört, geguckt, gelesen werden. Das ist halt die Herausforderung. Ja, es gibt ja durchaus auch die Forderungen, dass man eben entsprechend die Plattform weiterentwickelt. Leonard Dobusch, den ich schon genannt habe, hat gesagt, öffnet das, öffnet die API einerseits, geht auch Richtung eines, ja, ich nenne es mal europäischen oder zumindest mal deutsch, großdeutschsprachiger Raumansatzes, arbeitet mit ORF und den Schweizer Sendern zusammen, um dort eben auch in der Mitte Europas eine Plattform zu schaffen, die eine gewisse Größe hat. Also es geht aber nicht nur um die Öffnung der APIs, was sicherlich dann auch Möglichkeiten bieten würde. Er hat auch gesagt, öffnet euch zum Beispiel gegenüber dem Fediverse, also dem dezentralen Netzwerk, um eben auch Diskussionen zu ermöglichen, Kommentare zu ermöglichen. Wobei natürlich dort auch wieder gleich die Angst einkehrte, kann man dort, kommt es zu einer Facebookisierung oder einer TikTokisierung, also in puncto Hass und Hetze der Plattform. Aber es sind schon Dinge, die man eben entsprechend ja, bedenken und wahrscheinlich angehen muss. Ja, absolut. Also auch mehr Dialog, mehr Interaktion muss auf jeden Fall sein. Bedeutet natürlich auch wieder sehr viel mehr Ressourcen und auch Investitionen in Prozesse und in Personen, Stichwort Content-Moderation zum Beispiel, die man halt vorher vielleicht in der Form nicht brauchte. Also auch da wird auch wieder mehr Geld letztendlich nötig sein, natürlich. Da sind wir dann wieder bei einem anderen Thema. Du hattest ja noch hier in der Vorbereitung noch einen Artikel von der Trip, glaube ich, geteilt, wo es ja auch um die Frage des Werbeangebots auf ARD und ZDF geht, weil derzeit ist es ja nur möglich, im linearen Fernsehen, glaube ich, 20 Minuten pro Tag bis 8 Uhr zwischen irgendwie einem bestimmten Zeitraum, innerhalb eines bestimmten Zeitraums darf nur Werbung gezeigt werden, in den Mediatheken, also online gar nicht bislang. Und auch da gibt es ja Überlegungen oder Diskussionen oder Wünsche oder wie auch immer, eben die Werbemöglichkeiten dann auszuweiten, was auch wiederum ein sehr, sehr schmaler Grat ist, weil niemand will, glaube ich, so diese Werbebeballerung, oder ich hoffe, dass das niemand will, die Werbebeballerung, die du halt auf TikTok, Instagram und den ganzen anderen Social Media Kanälen hast. Aber gleichzeitig kann man natürlich total verstehen, wenn weniger Leute lineares Fernsehen gucken und mehr Leute Mediatheken, muss ja irgendwie auch, das muss ja auch abgebildet sein, eben auch im Werbemarkt abgebildet sein. Ja, vielleicht dazu von meiner Seite zwei Anmerkungen, bevor ich dir das Schlusswort überlasse. Ich genieße zum Beispiel lineares Fernsehen morgens. Wir schauen das Morgenmagazin. Ja, da hast du die Werbung im Prinzip nur sehr kurz. Ja, ich glaube, beim Sport kommt man ein Stück Werbung und viel mehr ist es nicht. Also, das ist schon, finde ich, sehr, sehr angenehm, wenn man das dann auch vergleicht, gerade mit den anderen Sendern, wo dann auch so derzeit zwar auch im Frühstücksfernsehen läuft, aber eben Werbung gespielt wird. Das ist aber auch eine Erklärung, ich schaue fast jeden Tag lineares Fernsehen, ja, weil es mir auch morgens die Grundinformationen liefert und ich im Second Screen dann eben in die Zeitung reinschaue. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich habe da eben gesagt, ich bin Magenta TV, wir sind Magenta TV-Nutzer, die jetzt eben dann schon auch Netflix quasi beinhalten und Disney Plus beinhalten, aber mit Werbung. Und das geht mir schon ziemlich auf den Senkel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann immer noch ein Fan der Öffentlich-Rechtlichen, wo jetzt die Sendung X, ich bin kein Tatort-Gucker, ich nenne es trotzdem mal als Beispiel, der Tatort läuft halt die 90 Minuten durch, ohne dass Werbung drin ist. Ja. Also da sind wir natürlich auf einem anderen heiklen Punkt, was eben klar ist. Aber ja, es muss finanziert werden, irgendwo die ganze Kiste. Und es ist ja auch wohl so, dass eine Umschichtung der Ressourcen bei den Öffentlich-Rechtlichen stattfindet. Das haben wir ja auch in puncto Radio gesehen. Also wir haben ja nicht mehr Fernsehen, wir haben Radio, dass dort schon sich in Richtung Digitalisierung ein bisschen was tut. Die Frage ist immer die Geschwindigkeit und da sind wir doch beim föderalen System. Wie schnell bewegt man sich, wie schnell kann man sich einigen? Ja, genau. Aber ich würde auch sagen, also jetzt mal, um auch mal mit einem
ja, positiv oder wohlwollend zu beenden. Also ich glaube, es hat sich jetzt auch wirklich schon was getan und ich habe auch das Gefühl, dass das durchaus eine gewisse, also die Überzeugung sowieso, aber auch eine gewisse Dringlichkeit gesehen wird, da auch schnell, auch technisch, technologisch und von der Nutzerfreundlichkeit und so eben auch schnell aufzuholen. Also da habe ich auch Hoffnung, dass es eben auch schneller passiert, als es in der Vergangenheit passiert ist und darüber vielleicht auch die Bereitschaft in der Gesellschaft insgesamt ja weiterhin da ist oder vielleicht sogar bei manchen auch steigt, eben auch dafür zu bezahlen. Weil ohne dass wir alle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen in Deutschland, wird es halt nicht funktionieren. Und da geht es natürlich auch darum, die Leute, die halt von Zwangsgebühren und ich weiß nicht was und Abschaffung von ARD und ZDF faseln, denen muss halt auch entgegengehalten werden. Aber da muss natürlich auch ja, also da braucht es eben auch eine gesellschaftliche Anstrengung dahingehend. Ich hoffe, dass das uns allen halt gelingt. Ja, noch ist die Nutzung ja auch durchaus positiv. Wenn man die ARD-ZDF-Medienstudie sieht, sind die ARD- und ZDF-Mediatheken stark in der Nutzung und liegen in der Höhe durchaus mit der Netflix und solchen Diensten. Aber ist eben die Frage des Alters, ne? Wie wird das linear dann eben aufsteigend entsprechend weiterlaufen? Lars, es war mir wie immer eine Pläsier. Ebenso, Merci danke. beaucoup für diese Sendung, und hoffentlich nächste Woche mal schauen, ob es klappt. Ja? Danke dir, bis dann. Bis dann. Ciao.